Friedrich Dürrenmatt. Ein Mann, der alles hinterfragt und so die Widersprüche unserer Gesellschaft aufzeigt. Dürrenmatt. Schriftsteller, Dramatiker und Maler. Ja, kein Maler. Wieder bin ich ein komfortabel ausgestellter Sonntagsmaler. Und ich würde sagen, ich bin kein Sonntagsmaler, ich bin ein Nachtmaler. Weltruhm erlangt seine Mischform aus Tragödie und Komödie. Seiner Meinung nach die einzig mögliche dramatische Form, heute das Tragische auszusagen. Ganz, ganz tolle Literatur. Und Theaterstück, es war mit der Schule das erste Theaterstück, das wir haben müssen schauen mussten, der Besuch der alten Dame, und es hat mich fast verrissen. Ich habe wirklich nachher zwei Nächte nicht geschlafen. Der Wahnsinn zwischen Vergeltung, Gerechtigkeit, Verzeihen, es sind die grossen Themen von der Literatur, und er hat die verwünscht in einer Art und Weise können überbringen, es lässt einem nicht mehr los. Toll. Wiederlesen, schauen, es lohnt sich. Es war auch einer, der sich politisch sehr pointiert äußern konnte. Zusammen damals auch mit Max Frisch, so das Schweizer Literatenduo. So Leute wie er, die fehlen heute. Leute, die Mut haben, wirklich ihre Meinung einzubringen. Dürrenmatt. Der erfolgreichste Schweizer Schriftsteller. Der Erfolg ist ein Missverständnis. Die Legende Friedrich Dürrenmatt. Unser Platz 8. Dieser Mann tickt anders. Nicolas Hayek, ein Unternehmer mit Visionen und trotzdem bescheiden. Dass ich eine kleine Ameise bin, in einem kleinen Planet Erde, in einem kleinen Sonnensystem, in einem enormen Universum. Und da müssen Sie immer bescheiden bleiben. Mit großem Selbstbewusstsein bringt er die Schweizer Uhrenindustrie wieder dorthin, wo sie hingehört, an die Weltspitze. Ja, da können wir fast ein bisschen tränen. Nicolas Hayek war ein Unternehmer, wie es eigentlich noch heute sein sollte, mit Verantwortung auch für die Gesellschaft. So das Gegenteil vom Shareholder Value CEO Bonusjäger. Der hat eine Leidenschaft, der hat einen Glauben an etwas und so viel Kraft und Intelligenz, das auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, schon recht einmalig, diese Kombination und in diesem Ausmaß. Jemand, der immer Visionen hatte. Jemand, der ganz klar auch seine Visionen gelebt hat, sich nie hat beirren von allen anderen, die es sogenannt besser wollen wissen. Und jemand, der ein Leben lang trotz seiner Milliarden bescheiden geblieben ist. Hayek, der Macher. Erfolgreich und manchmal ziemlich impulsiv. Herr Pritschke, lassen Sie mir fertig machen. Sonst gehe ich von Ihrem Beistuhl unten und stehe vor Ihnen. Haben wir uns abgesichert? Ja, da muss ich jetzt was dazwischen. Moment, also ich. Gut. Also, reden wir hier auf gleicher Höhe. Wunderbar, oder? Der Hayek lässt sich natürlich nicht einfach in eine Ecke bringen, auch von einem Interviewer im Fernsehen nicht. Und er steht zu seiner Meinung. Er kann aber nicht nur nicht streng sein wie in so einem Moment, sondern auch ganz herzlich und liebenswürdig. 2007 erhält er den Swiss Award für sein Lebenswerk. Ein großer Moment für Hayek. Meine Damen und Herren, ich bin selten in mein Leben so überrascht wie heute Abend. Nicolas Hayek, ein Visionär. Der Unternehmer stirbt im Jahr 2010. Denen, was gut geht, ging's besser. Ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht. Die Lieder von Mani Matta sind Schweizer Kulturgut. Auch 40 Jahre nach seinem Tod werden die Melodien überall in der Schweiz gesungen. Matta hat die Mundartmusik populär gemacht. Da ein Schweizer ja bekanntlich nicht Hochdeutsch kann, wenn er nicht 3 Jahre lang in einer Sprachschule war, stand für mich gar keine andere Wahl, als dass ich das auf Schweizerdeutsch mache. Der Sidi Abdel Assar von El Hama hat mal am Morgen früh noch im Pyjama. Das ist so zeitlos. Dem sind die Lieder, das gibt es ganz, ganz wenig. Dass du irgendwie, ich weiss nicht, wie das war, 60er Jahre. 60er, 70er Jahre, glaube ich. Ey, und die Texte sind heute alle brandaktuell. Hammer. Mein Vater hat mir immer am Abend bei mir zum Einschlafen Mani Matta Lieder gesungen. Mit seiner Berner Art, sehr eigentlich distanziert, einen Zustand beschrieben hat, wo
einem zum Lachen, zum Nachdenken bringt. Und er war in seiner Art schon einzigartig. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen? Er hat dank am Radio Freude an Musik bekommen und hat gedacht, das kann ich auch. So ist er ins Unglück gekommen. Und das ist heute eigentlich immer noch so für mich. Ich habe nie bewusst an mich entschlossen, jetzt will ich Dialekt schreiben, sondern es hat sich so ergeben, weil ich eben Dialekt spreche. Die Originalität von diesen Texten und auch der Witz in diesen Texten, da muss man sagen, der Mani Matter ist natürlich in seinem Genre absoluter Spitzenmann, und zwar für alle Zeit. Ich glaube nicht, dass jemals eine Chance wird geben in der Schweiz. Und ich glaube, niemand von diesen heutigen oder auch Liedersänger oder Rocksänger wird das bestreiten, wo die Qualität von einem Mani Matter werden erreichen. Schade. Schade, dass er so früh gegangen ist. Ich glaube, er hätte uns noch viel schenken können. Für dass es denen besser geht, wo es weniger gut geht. Und darum geht es auch denen nicht besser, wo es gut geht.